Hallo Leute, heute geht es um Lösen einer quadratischen Gleichung mit diesem Taschenrechner. Wie funktioniert das? Indem man hier auf Mode Setup geht, dann hier auf die 5 für Equalization, dann anschließend auf die 3. Und jetzt habe ich hier die Koeffizienten A, B, C. A ist hier die 2, also was vom x Quadrat steht, ist gleich. B ist hier minus 4, ist gleich. C ist hier die 1. Ist gleich und dann nochmal ist gleich und zack, erhaltet ihr hier die Ergebnisse. X1 ist hier als Bruch gegeben, kann man mit dieser Taste SD umswitchen in einen Dezimal, eine Zahl 1,7. Jetzt hier Pfeiltaste nach unten, gibt X2. X2 ist hier 0,29. Und jetzt das Coole jetzt hier an der Geschichte ist, wenn ich nochmal runtergehe, X Value Minimum, das hier ist meine X-Wert des Scheitelpunkts. Und noch eins runter ist y-Wert des Scheitelpunkts. Habe ich hier die Koordinaten, kann ich hier ablesen. Jo, das war schon wieder zum Lösen einer quadratischen Gleichung mit diesem Taschenrechner. Hoffe, das Video hat euch gefallen. Falls ja, Daumen hoch. Wenn ihr mehr solcher Videos wollt und nichts verpassen wollt, lasst ein Abo da. Wünsche euch noch einen schönen Tag. Euer Elektrotechnik in 5 Minuten.